Der Schrottplatz von Franz Augustin im Gewerbegebiet am Stadtrand von Wels. Rund 400 Autowracks zeigen, dass die Natur zwar eine Weile braucht, um Stahl und Gummi aufzufressen, dabei aber unerbittlich ist. Die wertvolleren Stücke und Millionen von Ersatzteilen lagern allerdings in zwei Hallen. Den Überblick haben hier nur Heidemarie Augustin und eben der Franz. Der braucht einen Privathof zur Scheinwerfer, da muss er mit dem Muster kommen, mit dem Hennigen. Weil den braucht er, weil er im Auge gefahren ist oder weil irgendwie kaputt gemacht worden ist. Und dann nach dem Muster können wir das wunderbar suchen. Da haben wir zum Beispiel einen Aero Minor, eine 6-Volt-Anlage. In den letzten 60 Jahren hat Franz Augustin an die 200 Autos restauriert und verkauft. Heute mit 80 Jahren überlässt er das Reparieren seinen Kunden, die aus ganz Europa, aus den USA, Kanada und sogar aus Indien kommen. Das ist schon was, wo man anschauen wirklich muss freimachen kann, weil der fährt schon 100 Kilometer daher. Und wegen einem Reflektor oder so, so Sachen, das gibt's. Und weil da haben wir schon oft manche gesagt, Herr Augustin, ich halte es nicht mehr aus, war ich erst vor kurzem einmal, war einer da. Ich muss Ihnen was sagen jetzt. Das Herfahren zu Ihnen und das Suchen von Ihnen, bis ich Ihnen gefunden habe, kostet mich jetzt schon das Zehnfache, das was mir die ganzen Ersatzteile gekostet haben. Ja gut, habe ich erfreut, dass er mich gefunden hat und dass ich ihm erfreut gemacht habe mit dem, dass er das gefunden hat. So, und dann haben wir es halt noch drei Steine, die Burschen da. So wie es halt angefallen ist. Die Mercedes da hinten, die Saab, ein Peugeot 5-4er. Ein schönes Stück übrig geblieben. Weil wir haben unsere Fahrzeuge rennen ja in Holland oben genauso, als wie in Sizilien. Obwohl man sagt, da unten, die haben eh alle Autos genug und dergleichen mehr. Stimmt auch. Aber nur gewisse Typen sind halt geholt worden und gesucht worden und wollten halt dort unten mit sowas fahren, was halt dann begehrt worden ist oder erwünscht worden ist, die Typen halt. Ne? Das waren so die Amerikanisierten, so nach die Masken so nachgebaut, nach die Amerikaner, wie zu ihrer Zeit damals in die 50er Jahre bei uns gelaufen sind. Ne? Und so erzählt jedes Teil eine Geschichte. Dieser Opel war Franz und Heidemaries Hochzeitsfahrzeug. Ihn will er wieder fahrtüchtig machen. Das war der Kapitän, das war der mit der Sechszylindermaschine. Weil die meisten anderen waren ja die Olympia, was damals gelaufen sind zu ihrer Zeit. Das waren die mit den Vierzylindermotoren. Und das ist der Sechser. Große Kühler drin, oder? Ja, mein. Der Handel mit alten Fahrzeugen und ihren Ersatzteilen hat Franz Augustin offensichtlich jung gehalten, wenngleich er seit heurigem Sommer selbst ein Ersatzteil, einen Bypass, eingebaut hat. Wenn Heidemarie und Franz heute durch ihr Reich führen, schwingt auch ein wenig Wehmut mit. Zwar haben die beiden 4 Töchter und 9 Enkelkinder, ein Schrotthändler ist aber nicht darunter.